Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Box von Chata. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Von Chata, das Ganze am 12. Februar erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl! Das Bundle zu diesem Album habe ich euch ja bereits vorgestellt und heute mit ein paar Tagen Verspätung ist es an der Zeit für die Box. Die ist ein riesen Drum. Also die kommt hier in Schwarz und Gold, aber die passt kaum hier aufs Bild. Die ist wirklich sehr, sehr, sehr groß. Wir haben hier oben einmal den Chata-Schriftzug in Weiß, darunter der riesengroße goldene Albumtitel mit einem Strich, also unterstrichen. Dann werden wir das Ganze mal aus der Folie holen. Hier unten die Schweißnaht. Und dann schauen wir mal, dass wir hier entlang fahren. So, wunderbar. Der Karton, in dem das Ganze geliefert wurde, der war, glaube ich, ja, ungefähr doppelt so groß, weil es gab auch noch jede Menge Füllmaterial, das da von Amazon mitgeschickt wurde. Also, wir haben hier den Karton, oben der weiße Schriftzug Chata, dann hier, wie gesagt, dieser goldene Albumtitel, der hier in so einer Hochglanzoptik kommt, der schimmert hier schön im Licht. Ansonsten rundum hier nichts zu lesen, dann hier nochmal das gleiche wie hier auf der Vorderseite, nur eben kleiner auf der Seite. Oben blank schwarz und auf der Seite dann auch nochmal. Hier haben wir noch einen Sticker und zwar lesen wir hier Limited Box Size Small. Ja, was hat es damit auf sich? Es gibt in dieser Box einen Inhalt und zwar gab es da eine Bomberjacke. Genau wie beim Bundle konnte man einmal groß und einmal kleiner auswählen und Small war, glaube ich, so Größe S bzw. M. Und die Big Size waren mehr so XL und L drin. So, dann haben wir hier noch auf der Rückseite alles in Schwarz. Und hier lediglich die Labels. Okay, dann machen wir das Ganze mal auf. Der Boxdeckel ist natürlich abnehmbar. Die Box ist nicht zu klappen. Von innen in Weiß. Und hier kommt uns schon der Inhalt zum Vorschein. Also, hier ist die angesprochene Bomberjacke. Dann haben wir eine Mütze, das Album an sich, diverse Sticker, ich glaube drei Stück sind es, 1, 2, 3 Sticker und ein Poster ist auch noch mit dabei. So, dann packen wir den Boxdeckel wieder drauf. Schauen mal rein. Also, einmal, zweimal, dreimal hier in Folie. Werden wir natürlich auch mal rausholen. So, einmal die Mütze. Die Jacke. Die ist echt gewaltig und das, wie gesagt, ist schon die kleinere, also die Small Size. Und dann haben wir hier auch noch das Album, das ist hier ebenfalls noch eingeschweißt. So, einmal hier aufschlitzen und dann kann es auch schon losgehen. So, ja, genau, mal kurz zur Seite. Das ist es, das Album kommt hier im regulären Jewel Case. Cover ist hier speziell und zwar haben wir hier so ein Wackelbild. Je nachdem, wie man das hier hält, verändert sich hier der Schriftzug und auch Chata. Das Einzige, was hier konstant bleibt, ist oben der weiße Chata-Schriftzug. Ansonsten hier nicht beschriftet. Hier nochmal
Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist, 12 Tracks an der Zahl, diverse Features, unter anderem mit dabei Bones MC, Jizzes, CEO, nochmal CEO, Afghan Sharky und diverse andere. Hier nochmal die Labels, oben rechts gibt es den Barcode und dann schauen wir mal rein. Als erstes geht's ins Booklet. So, schwarz-weiß Booklet, Foto von Rata mit Regenschirm vor einem. Puh, also wenn ich mich nicht täusche, ist das tatsächlich ein Bugatti Chiron. Rein so von den Frontscheinwerfern. Falls ihr mehr Informationen habt, gerne Info an mich. Schreibt es einfach in die Kommentare. So, 4 Tracks, Infos, wer gefeatured wurde, wer produziert hat. Die nächsten 4 Tracks. Dann hier wieder vor dem Auto. Hochhaus im Hintergrund. Nochmal Tratar mit Brille. Die letzten 4 Tracks und Album Credits. Wunderbar. So viel dazu. Dann kommen wir. Das Cover ist hier noch speziell. Moment. Na. So, hier haben wir es. Also wie gesagt, normal ist ja immer hier vorne das Booklet, das Cover. Hat man hier auch, aber man hat eben auch dieses Wackelbild. Man kann das natürlich auch rausnehmen und hier bei dem regulären belassen, wie man möchte. Ich werde jetzt mal das Wackelbild so drin lassen. So, die CD mit dem riesen Schriftzug. So sieht das aus. Und hier auch nochmal. So, das war's soweit zum Album. Als nächstes haben wir dann hier die Sticker. 3 Stück an der Zahl. Einmal hier, Rata ohne Reden. So, das Cover Artwork der Single-Auskopplung, so mit etwas verpixelter, verwackelter Optik. Alles oder Nix Records in Schwarz und Orange. Und dann einmal noch hier der Logo-Sticker zum Album, das, wie man hier sieht, rechtlich geschützt ist. Ja, dreimal, allesamt hier so matt schwarz, die 2 quadratisch und der hier kreisförmig. So, weiter geht's mit einer Mütze. Die kommt hier in schwarz und weiß. Und hier lesen wir Starter Black Label. Auf der Seite nochmal hier klein das R. Und das, ja, ist wie auch bei der Bomberjacke eine Kooperation. Bedeutet hier Starter, in diesem Fall das Starter Black Label, hat mit Rata diese ganzen Inhalte, also Mütze und Jacke, gemeinsam gemacht. Im Bundle gab es auch das Shirt, das war ebenfalls von Starter. So, was haben wir hier? 100% Polyacryl. Und das Ganze ist made in China. Grüße gehen raus. So, dann machen wir mal die Mütze zur Seite. Kommen als nächstes zum Poster. Wie wir schon sehen, ist das einseitig bedruckt. So, was haben wir hier? Nochmal den Herrn. Hier hat er beides am Start, sowohl die Bomberjacke als auch die Mütze. Beides wird hier zur Schau gestellt. Klassisches Poster im Querformat, Größe A3 müsste das sein. Einseitig bedruckt. Und der letzte Boxinhalt, dem diese Box ihre Größe verdankt, das ist dann diese hier. Ja, perfekt für die kalte Jahreszeit. Eine dicke Jacke, eine Bomberjacke in diesem Fall. Wir haben hier die Jacke komplett in Schwarz. Dann hier im linken Brustbereich lesen wir Starter Black Label. Ansonsten die komplette Vorderseite schwarz. Hier unten der gerippte Bund auch. Ebenso die Ärmel. Sind hier auch am Abschluss gerippt und schwarz. Und auf der Rückseite haben wir überraschenderweise kein Gold und auch kein Weiß, sondern tatsächlich Orange. Also der orange Schriftzug hier riesengroß in so einer Glanzoptik quer über den Rücken. Dann schauen wir mal innen, wie es da aussieht. Auch hier gehe ich davon aus, also die klassischen Bomberjacken, wenn man jetzt zum Beispiel die von Alpha hernimmt, sind ja auch immer innen orange so. Genau, hat man auch hier durchgezogen. Also hier innen alles orange. Hier normalerweise ja irgendwie beschriftet
mit der Marke und sowas hat man einfach hier schwarz eingenäht. Ansonsten haben wir hier auf der linken Seite noch eine Innentasche mit Reißverschluss. So sieht das aus. Da kann man die wichtigsten Sachen verstauen. Unten, hier in Nähe des Bundes, haben wir dann nochmal hier eine Tasche, diverse Reißverschlüsse. Hier so ein kleines Geheimfach. Ja, hier kann man echt bis nach oben durchgreifen. Und ebenso hier dann. Hier ist auch nochmal der Reißverschluss über die Breite. So, und dann haben wir hier noch, Moment, genau, am Arm, wie man es kennt, auch nochmal ein kleines Fächlein. Hier, sowohl um Stift oder irgendwas Kleines reinzustecken. Und hier haben wir nochmal den Reißverschluss. Und hier kann man auch noch ganz kleine Sachen verstauen. Anhänger gibt hier keinen für den Reißverschluss. Und die andere Seite hat keinen Reißverschluss. Ja, also das ist hier einseitig. Unten dann auch nochmal natürlich hier im Bauchbereich zwei Eingriffe. Und auch die sind nicht regulär, sondern hier mit Reißverschluss. Also kann man hier links und rechts entsprechend aufzippen. Und dann hat man hier auch nochmal Taschen oder eben einfach, um die Hände warm zu halten. Plus, es gibt dann hier oben noch so einen orangenen Anhänger. Also Etikett oder irgendwas haben wir hier nicht. Aber hier eben diesen Anhänger, um die Jacke dann bei der Garderobe oder wo auch immer zu Hause aufzuhängen. Und wir haben es bei dieser Jacke zu tun mit Build Your Brand GmbH Deutschland. Oberstoff 100% Polyester. Was haben wir denn noch? Das ist alles dasselbe, dieser Oberstoff. Okay. Und dann haben wir hier noch, hier steht's, Made in China. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze noch einmal kurz im Detail an, also wie diese Jacke getragen aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben die schwarze Bomberjacke mit dem weißen Aufdruck hier links auf der Brust, Starter Black Label, und in Kombination mit der Mütze sieht das dann so aus. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Bomberjacke hier. Gab es wie gesagt in zwei verschiedenen Größen zu wählen. Dann haben wir das Poster, einseitig bedruckt, im Querformat. Die Mütze, passend zur Bomberjacke. Drei Sticker, zweimal quadratisch, einmal kreisförmig. Und natürlich das Album an sich im regulären Toolcase hier mit Wackelcover, 12 Tracks und diversen Features. Jawohl, das alles. Das alles in dieser wunderbaren Box von Rata. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Rata unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.